Na, komm mal her. Haha, der kann hier gar nicht rein, weil er zu groß ist, der Vollidiot. Oh, der kann doch hier rein. Popel! Ich muss da aufpassen, dass ich hier nichts triggere, wenn ich mir die Popel hole. So. Was haben wir denn dann noch? Andreas Elsholz, ja. Natürlich, der Andreas Elsholz. Der muss auf jeden Fall mal in eure Live-Show. Muss einfach sein. Boah, das wäre so ein Highlight, ehrlich gesagt. 1, 2, 3, 4. Oh, da muss ja noch ein weiter. Eieieiei, das wird aber kritisch hier. So, hier habe ich ja was vor. Ich hoffe, das funktioniert dann auch mit dem Geheimraum, wie ich mir das vorstelle. Aber das wird auf jeden Fall ultra episch. Ja, sagst du. Na gut, vielleicht wird's scheiße. Aber immerhin habe ich es versucht. Er bemühte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, ist wie beim Liebesspiel. Immerhin habe ich es versucht, weißt du? Oh oh. Zuerst weiß man nicht, Spinne. Alter, das Krisseln ist geil. Das ist schlimm. Das ist richtig gut, weil du weißt nie genau, wo sie ist. Das ist super. In Höhlen kriegst du einen Koller damit. Da freue ich mich schon drauf. Ach, hier ist Glas. Ich dachte gerade, hier ist noch alles offen. So. Wie sieht's denn aus, Verehrteste? An der Front. Hattest du schon mal einen normalen Biorhythmus? Ehrlich gesagt, noch nie. Nicht mal in der Schule. Boah, schlimm. Ich war da schon immer verhaltensgestört, was... Alter, das die angeht. Spinnen. Alter, das macht mich verrückt. Wo ist die? Ich kann die... Ho, ho, ho. Alter! War's das? Alter, ich krieg ja die Krise. Wo sind die? Ist da noch eine oder war's das? Ja, irgendwo muss noch eine sein. Ich höre noch was. Jetzt nicht mehr. Vorbei. Jetzt nicht mehr, okay. Okay, also das Sample funktioniert richtig gut. Genauso war es geplant. Man soll nie genau wissen, wo die ist. Alter, kommt der Captain Stahlbart einfach runtergesegelt. Mann. Huch. Was soll das denn hier? Little Dreamer fragt, ob du auch eine Sternschnuppe gesehen hast. Wahrscheinlich meint er gestern oder vorgestern. Leider nein. Hast du eine gesehen? Nein, ich habe ja nach draußen geguckt, aber keine gesehen. Das tut mir sehr leid für dich. Naja, kann ich mit leben. Naja, hast du überhaupt schon mal eine gesehen, ja, ne? Nein, ich habe noch nie eine gesehen. Echt nicht? Noch nie in meinem ganzen Leben. Ach, du verarschst mich wieder. Ist wahr. Echt nicht? Nein. Was? Du hast noch nie eine Sternschnuppe gesehen? Nein, noch nie. Boah, du tust mir voll leid. Noch nie. Ich glaube, ich mal dir nachher mal eine, damit du weißt, wie die aussehen. Das musst du wirklich machen. Ja? Ja, das musst du wirklich machen. Na gut. Und wenn du das nicht machst, dann werden alle Zuschauer dir schreiben, dass du es machen musst, nachträglich dann. Toll, danke, dass du mir so einen Rücken fällst gerade. Pass mal auf, ich mache immer gerade. Passend. Aber echt mal. So, wir machen jetzt hier weiter. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache das doch nicht mit Treppen. Tut mir leid, ich muss das nochmal abreißen. Machst du mit Leitern? Nee, um Gottes Willen. Ich mache das mit Half... Stones, Slaps, Scheiß-Ding. Ach, die. Ach, genau. Guck mal. Ich will ja nicht in den Rücken fallen, aber du bist jetzt tot. Also jetzt nicht du, ne? Ich auch. Du bist auch tot? Mhm. Ach Mensch, das ist ja schade. Wer liest dann die Twitter-Dinger vor? Ist das das Einzige, was dich interessiert? So, Holzdinger.
Nehme ich mal 36. Ich hoffe, das reicht. Wahrscheinlich nicht. Ah, dieses Gekrissel. Was wolltest du schon immer werden, als du ein kleines Kind warst? Möchte die Kira wissen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie so eine... Wenn ich groß bin, werde ich mal das und das träume. Du warst einfach nie ein kleines Kind. Daran liegt's. Das bin ich ja heute noch teilweise. Aber ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung. Was wolltest du denn werden? Ich wollte Polizistin immer werden oder Staatsanwältin. Dann passt das ja mit deinem GSG 9 Job. Ja, ganz gut, ne? Sehr gut sogar. Cool. Mhm. Hast du also deine Wünsche erfüllt? Ja. Bin ich auch sehr froh. Mensch, die Trash, da kannst du doch was lernen. Mhm. So, ist ja alles ruhig. Okay, dann gehen die Treppen so runter. Dum, dum, dum. Ich werde mich jetzt zurücklehnen und einen Schluck Cola trinken. Und ich singe dabei. Ja. Damit man dein Trinkgeräusch nicht gehört, habe ich gerade extra gesungen. Sehr nett von dir, dankeschön. Ja, so kennt man mich. So, da kann ich doch eigentlich das Ding da, oder? Nee, das muss so bleiben. So. Da muss das aber weg. So, ich denke, das kann man so machen, ne? Ja, ist in Ordnung so. Okay, gut. Vielen Dank. Erkläre mal im LP, wie man eine Suppe richtig zubereitet, möchte der Pascal gerne. Wie man eine Suppe richtig zubereitet? Ja, es kommt auch auf die Geschmacksrichtung drauf an. Was magst du denn so für Suppen? Oh, Alter, bin ich voll überfragt. Tomatencremesuppe, Champignoncremesuppe, also Cremesuppen generell. Aber bei Suppen muss ich ehrlich sagen, ich bin da nicht so der Suppenfachmann. Bist du denn so eine kleine Suppenprinzessin? Ich bin die Tomatensuppenprinzessin. Ich mag eigentlich nur Tomatensuppe und Hühnersuppe. Aber Hühnersuppe du bin ich auch ein ganz großer Fan. Ja, von. Du hast doch mal erzählt, du machst so super... Ich mache eine super Hühnersuppe, indem ich... Warte, da muss ich mal die Musik wegmachen, weil die ätzt mich gerade. Ich mache eine super Hühnersuppe, indem ich nämlich... So dieses Grundhühnerzeug kannst du ja im Glas kaufen, ne? Ja. Und dann koche ich das aber noch auf mit ein bisschen Hühnerbouillon. Und dann mache ich da noch zum Beispiel sowas rein wie Nudeln und Eier und alles Mögliche. Und das ist dann irgendwann... Da hast du so einen Riesentopf und das ist so viel... Das reicht eigentlich für eine 10-köpfige Familie. Ja, und das ist lecker. Und das isst du dann alleine? Nee, ich bin ja keine 10-köpfige Familie, auch wenn ich manchmal so rieche. Das isst du mit einer 10-köpfigen Familie, mit deiner? Natürlich, natürlich. Ach so. Wie man weiß, habe ich eine 10-köpfige Familie. Ja, die Kinder schlafen ja gerade alle oben, ne? Genau. Da tun sie auch gut daran, bevor Papa böse wird. Alter, diese Musik hier ist so anstrengend. Und vor allem so laut. Ja, ich habe schon runtergedreht. Das hier ist doch schön. Komm, Trash Tasmanie. Lass uns doch heute mal über was Schönes reden. Hm. Ach Mann, ey. Aber wohl schöner Jazz, da kann auch Regen nicht. Der unterstreicht dann vielleicht noch die Stimmung ein bisschen. Eventuell könnten wir nachher noch ein bisschen zusammen tanzen. Das wäre schön. Du meinst Breakdancen, ne? Und so. Ja, zu der Mucke. Und Jumpstyle. Jumpstyle ist cool. Ja? Mhm, find ich cool, du? Ja. Ach Mensch. Sieht lustig aus, ja. Ach, lustig vor allen Dingen. Kannst du das? Soll ich dir gleich mal zeigen? Ja, bitte. Pass mal auf, warte mal ganz kurz. So, und? Fandst du gut, ne? War schön anzusehen. Ja, lustig, habe ich ja gesagt. Ja, war lustig. Hatte ich aber auch schon auf einem erotischen Level berührt. Das wollte ich jetzt nicht sagen in der Öffentlichkeit. Verstehe ich. Hm. Wäre mir auch ein bisschen unangenehm, wenn man da, weißt du, und so. Knickknack, sage ich mal. So. So, was haben wir denn noch? Hm. Boah, ich bastle hier die ganze Zeit an so einer Baugrube. Ja, und ich scroll die ganze Zeit hoch und runter, weil nämlich jetzt im Moment, es ist gleich 1 Uhr. Das wollte ich dir aber schon lange mal sagen. Ja. Ich finde, das ist ich persönlich finde, das ist eine deiner ganz besonderen Stärken. Das hoch und runter scrollen. Boah, du bist im
immer so gut zu mir, ne? Ach Mensch, nur das Beste, nur das Beste. Die Beste unter den Guten bin ich ja auch. Ach, ach schön. Wo waren das nochmal, das Beste unter den Guten? Das ist von dir, das ist ein Zitat von dir. Ja, aber das habe ich irgendwo gelesen, glaube ich, als Werbedingens. Da stand das Beste unter den Guten. Ja, stimmt. Ja, das war, glaube ich, auch, wo das mit dem pochernde Herzen und so. Ja, genau, ja. genau. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern. Nee, ich auch nicht. Ich war da gerade volltrunken. Nein, war ich gar nicht. Ich war eigentlich nüchtern wie der Papst. Mhm. Boah, ob der Papst schon mal gesoffen hat? Wärst du gerne Papst? Nee, oder danke. Päpstin in dem Falle? Ich habe letztens den Film Die Päpstin gesehen. Aber nein, ich wäre nicht gerne Päpstin. Warum eigentlich nicht? Finde ich nicht so toll. Weißt du, da lebst du da im Vatikan und ich weiß nicht. Es war schön alles aus Gold, aber hast du da noch Spaß? Ja, kannst du da Let's Plays machen als Papst? Also ich meine, bestimmt christlich fundierte Spiele darfst du da bestimmt genießen. Zum Beispiel, was gibt's da so, Tetris? Nee, Bible Games, kennst du nicht vom Angry Video Game Nerd? Nee. Boah, was? Mm-mm. Ja, der hat da Bible Games, hat er ja da sehr viel Spaß dran gehabt. Ach so. So, warte mal, ich baue mir nochmal ganz kurz hier. Zack, 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 zack. Da mal so, reichen 2, ich mache mal lieber 4. Weil ich glaube, wir werden noch ein Stück weiter runtergehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne, wollte ich nur mal sagen. 1, 2, 3. Ich tanze ja schon im Kopf. Nicht nur im Kopf. Das stimmt. Du kannst ja gerade mal die Frage beantworten. Da werden sich wahrscheinlich viele Leute darüber freuen, was denn nun mit dem Sims 3 Spielstand ist. Ob da noch irgendwas... Ja, bin ich gespannt drauf, ne? Bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich habe, wie gesagt, notfalls habe ich noch einen Notfallplan. Aber momentan muss ich zugeben, ich habe so viele Spiele, die ich spielen will. Oder noch Let's Playen will momentan, dass ich, glaube ich, ein Sims-Let's Play gerade momentan noch nicht wieder anfangen würde. Auch wenn es Spaß gemacht hat, muss ich ja sagen, vor allem das Rumsingen hat mir extrem Spaß gemacht. Mit dem Vater. Ne, also mit dem Kunibert und so. Aber ich glaube, momentan sieht's noch düster aus. Weil es gibt momentan einfach noch zu viel, was ich machen möchte. Also ich kann dir mal sagen, ich war ein sehr großer Fan von Oppes. Von Oppes? Ja, den fand ich super. Der war einfach toll. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn man den Oppes gesehen hat. Oh, ist das laut. Ja, ne? So ist besser, ne? Bisschen dramatischer, so. Alter, wie tief das hier reingehen wird, finde ich schon wieder cool. Thief the Dark Project. Kennst du es? Laber du mal. Laber du mal, ich suche hier gerade was raus. Was suchst du denn raus? Unterwäsche oder was? Ja, irgendwas muss ich auch tragen, ja? Das wird mal Zeit. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit nackt sitzen würde, ich würde mir einen Schnupfen holen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Geht schon. Ist doch heiß hier drin. Ja, na gut, das sind meine Ausdünstungen natürlich. Ist so ein bisschen Sauna. Das ist meine Standheizung, die ich hier angeschmissen habe. So, jetzt machen wir mal so. Alter, wo buddel ich hier überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich buddel mich ja richtig tief rein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade baue, aber ich glaube, es wird ganz cool. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade lese, aber ich glaube, es ist ganz cool. Schaust du eigentlich Fußball? Im Moment nicht. Aha. Ja. Gut, da wird sich Wally L.A. wahrscheinlich über die Antwort sehr freuen. Kennst du eigentlich Wall-E, also Wall-E, den Film von Pixar? Ja, ich glaube, dabei bin ich eingeschlafen. Ah, weißt du, woran mich der Name erinnert? Mm-mm. Wenn man den Bindestrich weglässt, dann steht da immer Walle. Walle. Wo muss ich immer lachen? Walle. Hilfe! Boah, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Der Letzte räumt die Erde auf. Oh, ich stell mir das gerade vor. Schön einfach. Der Letzte räumt die Erde auf und er so. Ach ja. Eines Tages sage ich mir das nochmal. Ich vergesse das immer. Alter, was baue ich hier bloß? Guck dir das mal an. Ich kann gerade nicht. Ach so, bist du noch am Lachen? Oh, das tut mir leid. Ich will doch mit meinen Let's Plays jemanden zum Lachen bringen. So, ich glaube, jetzt geht's. Wir sind doch hier in Deutschland. Ich muss nachher noch Kartoffeln anpflanzen übrigens. Und das fehlt noch in Minecraft, Kartoffeln.
Ja, ne? In der deutschen Version vor allem. Ja, klar. Bei den Amis kannst du Burger machen, bei den deutschen Kartoffeln. Bei den, obwohl Fisch kann man ja schon, bei den Asiaten und so kann man ja dann fischen und sowas. Alter, wie tief das hier bitte reingeht, das will ich gar nicht wissen. Was ist eigentlich das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Das kannst du auch jetzt vor deinen ganzen Zuschauern nochmal erzählen, damit es nochmal peinlich ist. Das ist eine gute Idee, denn... Boah, ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mir ist ja so wenig peinlich. Außer wenn ich gerade am Fenster stehe. Hast du zum Glück nicht gerafft gerade, ne? Hast du zum Glück gerade nicht gerafft? Was denn? Mit dem am Fenster stehen? Am Fenster stehen? Ich habe nicht zugehört. Ah, okay. Ja, das ist ja mal was ganz Neues. Kenne ich gar nicht von dir. Werde ich dann im Video hören. Genau. Egal. Am Fenster. Ja, okay. Nee, ist jetzt nicht so wichtig. Nee, das Peinlichste, was mir hier passiert ist, ich glaube, als ich meine erste Freundin hatte und wir lagen so, wir teilten das Nachtlager. Darf ich eben was sagen? Ist auch super. Also ein guter Tipp, wenn ihr mal irgendwo mit einer Frau rumsitzt, erzählt am besten von einer Ex-Freundin und wie ihr das Bett geteilt habt. Das ist immer super. So, und jetzt erzähl. Hä? Wie? Was hat denn das damit zu tun? Komm, erzähl. Hä? Raff ich gerade nicht. Das war ein Tipp. Ach so, wir sind ja gerade beim Date. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Wie? Boah, dann hätte ich mir doch, eine schöne Fliege um den Hals gebunden. Und einen Fischerhut aufgesetzt. Ach so, was ich noch fragen wollte. Ja. Hast du eigentlich ein Auto? Bist du wenigstens mobil? Hast du einen Führerschein? Meine Frau sollte ein Auto haben. Ach, schön. Einfach nur schön. Wieso baue ich mir eigentlich so ein Ding, wenn ich das eh schon habe? Das verstehe ich gerade nicht, aber egal. Es ist immer wieder eine Freude mit dir. Danke gleichfalls. Wirklich schön. Ach ja, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. So, du wolltest auch die peinliche Geschichte erzählen. Bitte. Die ist mir jetzt ja wieder entfallen. Ach komm. Das Bett geteilt, das habe ich mir noch gemerkt. Ach ja, genau. Wir haben die Nachtstätte, das Nachtlager geteilt. Und das war ja so mein erstes Erlebnis in der Richtung. Und dann flog die Türe auf und meine Mutter kam herein, um sich zu verabschieden für den Abend. Und ich hatte natürlich nicht abgeschlossen, weil ich ja da sehr unbedarft war, was das angeht. Naja, und am nächsten Tag wollte meine Mutter, dass ich ins Wohnzimmer komme und wollte mich ganz dringend sprechen. Und mir ist die Suppe von der Stirn gelaufen, weil ich dachte, oh Scheiße. Ja. Ja, das war, glaube ich, das peinlichste Erlebnis, was ich jemals hatte. Aber ich glaube, das geht jedem so, dass... prägt einen dann ja auch ein bisschen. Ne? Hab ich jetzt so nicht erlebt. Dass meine Mutter reinkam, hast du nicht erlebt? Nee. Gut, wäre jetzt auch irgendwie schräg. Außer ich wäre die Person gewesen. Natürlich. Dann wäre das gar nicht so schräg. Natürlich. Natürlich. Aber das ist ja auch schon lange her. Das war ja noch vor dem Krieg. So, wo ist denn jetzt... Oh, Alter, ich habe jetzt über diese Cobblestones, die hier rumfliegen... So. Sommer 35, geht schlafen. Gute Nacht, Gronkh. Gute Nacht, Sommer 35. Wieso eigentlich Sommer 35? Weiß ich nicht. Sommer mit A. Es regnet immer noch da oben. Und es ist schon wieder Nacht. So, na, das wird eine interessante Grube hier. Ach du Scheiße. Was baue ich da bloß? Okay, ich würde jetzt auch... was willst du denn? Wo hat denn das schnieke Outfit her? Ich brauche hier dringend drinnen Bett. Ich brauche hier drinnen dringend ein Bett. Was ist das denn? Ach, die spinnen schon wieder.